Blau-Rot-TV nach der 2:0 Niederlage beim SV Strahlen. Bei mir Trainer Dimitri Voronov. Ich habe tatsächlich bei der PK auch nichts gehört, aber ich war, habe etwas besseres Benehmen, deswegen habe ich nicht reingeschrien. Vielleicht könntest du nochmal ganz kurz für mich so ein bisschen das Spiel zusammenfassen. Ja, ich finde, wir kommen sehr gut ins Spiel rein. Nach schweren und turbulenten Wochen, die wir erleben mussten. Das war das 6. Spiel in 2 Wochen. Die Beine waren echt schwer. Kriegen dann die gelb-rote Karte. Das kann man bewerten, wie man will. Ich fand es ein bisschen zu viel, den direkt nach dem zweiten voll runterzuschicken. Nochmal, ich fange nicht an, die Schiedsrichter zu reden. Es ist so, wie es ist. Der hat es so entschieden. Wir waren wieder einmal weniger. Nichtsdestotrotz nicht zusammengebrochen. Haben das versucht, bis zum Schluss so gut wie möglich zu bespielen. Verlieren das Spiel 2:0 in der zweiten Halbzeit. Schade, weil ich denke, ohne die gelb-rote war hier sicherlich mehr drin. Gut, über den Schiri reden wir jetzt auch mal nicht, haben wir schon genug gemacht. aber über die gelben Karten würde ich trotzdem insgesamt gerne nochmal sprechen. Da waren heute sehr, sehr viele gelbe Karten wieder auch, die wir bekommen haben, die jetzt vielleicht nicht alle gerechtfertigt waren. Es waren, glaube ich, 5 insgesamt. Und tatsächlich sehr viele wegen Undiszipliniertheiten, Ball wegschlagen, meckern und ähnliche Geschichten. Macht man sich damit nicht auch irgendwie dann schwer? Ja gut, da sitzt auch irgendwo der Frust der Spieler drin. Ich meine, nochmal, wir sind müde. Dann kriegen wir die Gelb-Rote. Da sitzt natürlich noch mehr was drin. Und nichtsdestotrotz müssen wir ruhig bleiben, müssen wir lernen. Und das ist eine sehr junge Mannschaft und damit muss man klarkommen. Dann wollte ich ganz kurz ein Wort über unseren Neuzugang noch verlieren. Hat es vorne echt gut gemacht, ist ja dann in der zweiten Halbzeit gekommen, als es schon zu 10 war. Hat er dann auch den Elfmeter rausgeholt. War doch ein durchaus gelungener Einstand von Terada, oder? Ja, schon ist seit ein paar Tagen bei uns. Hat eigentlich ganz gut trainiert. Nimmt langsam Fahrt auf. So, dass wir vielleicht wahrscheinlich sagen können, wenn jetzt die Woche bei dem gut verläuft, dass er wahrscheinlich auch so weit ist, dann gegen Wuppertal in der Startelf zu stellen. Und er hat das Ganze ganz gut gemacht, ganz gut umgesetzt, holt einen Elfmeter raus, den wir wieder mal nicht reinmachen. War Cirillo da eingeteilt? Ja, Cirillo ist auf jeden Fall einer unter den Spielern, die Elfmeter schießen. Der war auf dem Platz, hat sich den Ball genommen. Das ist immer die entscheidende Spitze, wenn er sicher ist, soll er schießen. Und hat er nicht reingemacht. Was soll man dazu sagen? Ja, das war tatsächlich eigentlich die Möglichkeit, nochmal ins Spiel zu kommen, leider vergeben. Danach hat man dann auch gesehen, dass die Körpersprache bei ihm wirklich so ein bisschen nochmal einen Dämpfer gekriegt hat. Wie kriegt man ihn vielleicht so aufgebaut, dass er sich in Zukunft nicht so schnell durch misslungene Aktionen runterziehen lässt? Ja gut, der Elfmeter war ja auch, ich glaube, irgendwie 84. Minute. Ich mich hier, der war so oder so müde. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit seiner Körpersprache dann zu tun gehabt. Nichtsdestotrotz, Marco wird das sicherlich sehr schnell verkraften können und er ist ganz klar im Kopf und wird auch weiterhin für uns gute Spiele spielen. Alles klar. Gut, dann vielen Dank noch für deine Zeit. Erholt euch gut und weiter geht's. Dankeschön.